Hallo zusammen. Heute möchte ich mit einer neuen Tutorial-Reihe beginnen, und zwar zum Programm Magix Video Deluxe MX Plus in der Version 18. Und zwar für diejenigen unter Ihnen, die sich als absolute Neulinge und Einsteiger sehen, denen will ich mal zeigen, wie man Schritt für Schritt mit dem Programm zurechtkommt. Starten wir gleich mit dem ersten Teil, der sich mit dem Thema befasst, wie bekomme ich denn die Videos vom Camcorder in den Rechner. Für mein Beispiel, Videos von der Kamera zum Rechner zu übertragen, habe ich eine Kamera gewählt, die noch mit Mini-DV-Bändern arbeitet. Bei diesen Kameras werden also die Bildinformationen auf ein Band gespeichert, dem sogenannten Mini-DV-Band, und von dort werden dann auch die Daten direkt an den Rechner übertragen. Für die Übertragung brauche ich eine Kabelverbindung, eine sogenannte FireWire-Verbindung. Und diese Kabelverbindung erlaubt es mir, hohe Datenmengen an den Rechner zu übertragen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sowohl die Kamera über einen Anschluss verfügt für FireWire-Kabels, als auch der Rechner eine entsprechende Schnittstelle aufweist. Und über diese Schnittstelle kann ich dann die importierten Filmdaten direkt in das Programm Video Deluxe laden. So, fangen wir an. Wenn wir Magix Video Deluxe zum ersten Mal starten, erscheint ein Abfragebildschirm, wo wir festlegen müssen, wo wir die Dateien, die wir jetzt übertragen, ablegen wollen. Und da habe ich bereits hier einen Ordner hinterlegt. Und wenn das erfolgt ist, können wir nochmal die Filmeinstellungen vornehmen. In meinem Fall habe ich PAL 4:3 720x576 Pixel als Auflösung und 25 Bilder pro Sekunde festgelegt. Man kann hier aus diesem Pull-Down-Menü verschiedenste Filmformate festlegen, auch HD-Filme, und den entsprechenden dann markieren, und der wird dann übernommen. Ich bestätige dieses Fenster mit OK. So, und jetzt wird Magix aufgerufen. Wir sehen hier unten die Timeline, wo später, wenn der Film importiert worden ist, die Bilder abgelegt werden und auch die Filmszenen abgelegt werden. Aber als erstes wollen wir die Dateien von der Filmkamera übertragen, direkt in das Programm. Dazu sehen wir hier neben dem Kontrollbildschirm einen roten Knopf. Dieser Knopf startet die Aufnahme und dann kommt ein neues Fenster. Und in diesem Fenster sehen wir jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir Filmdaten in das Programm laden können. Da gibt es einmal die Möglichkeit, über Speicherkarten die Daten einzulesen. Das trifft zu für alle neuen Camcorder, die nach dem AVC-HD-Verfahren arbeiten. Die meisten dieser Kameras haben eine Speicherkarte. Und dort werden die Filme abgelegt und können dann direkt hier über diesen Button aufgerufen werden. Die zweite Möglichkeit ist, von einer HDV-Kamera zu übertragen. Das sind auch Kameras, die über eine Mini-DV-Kassette verfügen und wo dann die Daten über eine FireWire-Kabelverbindung eingelesen werden. Dann gibt es die Möglichkeit, eine ganz normale DV-Kamera, die nach dem Standard arbeitet, also nicht nach dem hochauflösenden Verfahren. Dieses Standardverfahren hat die Auflösung von 720x576 und wird auch per Kabel, werden dann die Daten hier übertragen. Dann gibt es noch zusätzlich die Möglichkeit, ein Video einzulesen, zum Beispiel eine VHS-Kassette. Man kann Audiodaten übertragen und man kann sogar Bildschirmaufnahmen herstellen und dann die gefilmten Bildschirmaufnahmen auch umwandeln. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Einzelbilder aufzunehmen. So, in meinem Fall habe ich einen Sony DV-Camcorder und dieser DV-Camcorder arbeitet noch mit einer Mini
DV-Kassette und die Übertragung erfolgt über ein Firewire-Kabel, was ich bereits jetzt an dem Rechner angeschlossen habe. Eine Option ist hier noch, DV als MPEG aufnehmen. Auf der Mini-DV-Kassette sind die Daten als AVI-Datei abgelegt und man kann jetzt, wenn ich also hier einen Haken reinsetze in dieses Kontrollkästchen, dann kann man direkt eine Umwandlung vornehmen von AVI in MPEG. Das heißt, später werden in das Schnittfenster oder in die Timeline die Daten als MPEG-Datei reingeladen. Ich will jetzt beide Möglichkeiten zeigen, weil das sehr interessant ist. Ich drücke jetzt als erstes mal hier das Häkchen und dann Daten als MPEG aufnehmen und dann rufe ich das Programm auf. So, und jetzt hat er das erkannt und er zeigt mir jetzt an als DV-Gerätetreiber das Sony DV-Gerät, was nur erscheint, wenn ich als MPEG die Datei laden will. Eine andere Möglichkeit gibt es hier gar nicht. Ich sehe, wenn ich also hier drauf drücke auf diesen Pfeil zum Öffnen eines Menüs, kommt nur das Sony DV-Gerät. Dann fragt er, unter welchem Namen soll ich das Video abspeichern? Da kann ich jetzt hier einen Namen eingeben und ich kann auch noch hier einen abweichenden Pfad festlegen. Ich lasse jetzt hier mal My Record drin stehen. So, und dann fragt er nach Bearbeitung nach der Aufnahme. Wenn ich hier draufklicke, dann kommt hier ein Häkchen bereits voreingestellt, automatische Szenenerkennung. Das bedeutet, dass Magix bei der Aufnahme bereits Schnittpositionen festlegt, und zwar jedes Mal, wenn ich eine neue Szene gefilmt habe und dann bereits geschnitten diese Einzelszenen mir in die Timeline einliest. So, da sage ich jetzt mal hier okay, das ist in Ordnung. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit hier das Video in Originalgröße anzuzeigen. Da kommt dann ein größerer Bildschirm. Und dann gibt es Geräteoptionen, Ausgabeoptionen und eine Aufnahmeliste. Wichtig ist hier vielleicht noch die Möglichkeit der Ausgabeoptionen. Da kommt ein neues Fenster und das sagt mir jetzt gerade noch, welchen Typ von MPEG-Datei verwendet wird. In diesem Fall ist es MPEG-2. Das Format ist PAL und er nimmt auf im Interlace-Verfahren, das heißt dieses Halbbildverfahren, wobei er das untere Bild als erstes lädt. Ich kann, wenn ich hier drauf drücke, das auch ändern. Ich kann progressiv aufnehmen und ich kann auch das obere Bild zuerst wählen. Ich lasse jetzt mal die Voreinstellung. Wichtig ist, wenn man als MPEG-Datei die Dateien einliest, dass man hier die Video-Bitrate von dem voreingestellten 4200 Kilobyte pro Sekunde ändert in eine Größenordnung von etwa 6000. Und auch die Encoder-Qualität sollte man verbessern, weil sonst das Bild doch etwas zu schlecht wird, in einem Wert, der deutlich über 10 liegt. 10 ist so die Grenze, wo gerade noch mal ein guter Kompromiss eingegangen wird zwischen Dateigröße und der Qualität. Und ich gehe jetzt hier etwas größer, ich gehe auf 12. Und wenn ich das eingestellt habe, habe ich noch Möglichkeiten, hier noch Videoeinstellungen zu ändern. Er würde jetzt hier die Originalauflösung nehmen mit 720x576, nimmt mir eine Framerate von 25 Bilder pro Sekunde und das Seitenverhältnis ist 4 zu 3. So, das lasse ich jetzt und dann gibt es noch erweiterte Videoeinstellungen, das kann man alles unberücksichtigt lassen. Audioeinstellungen lasse ich auch unberücksichtigt, Multiplex-Einstellungen ebenfalls. So, wenn das alles fertig ist, dann drücke ich hier auf OK und könnte jetzt, wenn ich den Aufnahmebutton drücke, bereits sofort mit der Aufzeichnung beginnen. So, und jetzt zeige ich noch die andere Möglichkeit. Ich drücke jetzt mal hier auf Abbrechen. Und wenn ich Abbrechen gedrückt habe, drücke ich nochmal auf Aufnahme. So, und nehme mir aber jetzt dieses Kästchen raus, dass er also nicht auf MPEG aufnimmt, sondern als AVI. Und mach nochmal das Öffnen. Und jetzt sieht man schon den Unterschied. Als die Gerätetreiber wird jetzt Microsoft DV-Kamera ausgewählt. Auch diese Option, hier gibt es keine Option, sondern auch hier
gibt es nur diesen einen Gerätetreiber und die Videodatei speichern als, da schreibe ich jetzt einen Titel für meine Filmaufnahme, schreibe ich Datei importieren rein, dann weiß ich, welches das war und meinen Ordner lasse ich auch den gleichen. So, alles andere lasse ich. Ausgabeoptionen ist jetzt noch ganz interessant. Vorher hatten wir ja die Auswahl, wo man Qualität einstellen kann und so weiter. Wenn ich jetzt hier auf Ausgabeoption gehe, dann sehe ich das nicht mehr, sondern sehe nur noch einen allgemeinen, ein allgemeines Fenster zur Art, wie ich die Videorekorder-Steuerung machen kann. Ich bestätige das jetzt mal okay. So, und jetzt drücke ich beim Kamerarekorder auf Play und jetzt sehe ich bereits dann das Bild. Ich beginne jetzt mit der Aufzeichnung, indem ich auf diesen roten Knopf drücke. Das Bild verschwindet kurz, ist aber gleich wieder da. Und jetzt läuft die Aufnahme. So, wenn ich zufrieden bin jetzt und die Aufnahme beenden möchte, dann gibt es hier neben diesem Aufnahmebutton einen zweiten, das ist der Stopp-Button. Und wenn ich den jetzt betätige, hält die Aufnahme an. Ich bestätige das Ganze mit OK nochmal. So, und jetzt werden, und das sieht man hier deutlich, die ganzen Filmbilder oder die ganzen Filmszenen bereits in die Timeline eingelesen. Ich sehe hier das erste, dann hier das zweite, dritte. Jedes Mal, wenn ein Wechsel stattgefunden hat, ein Szenenwechsel, wird hier nochmal ein Schnitt direkt vom Programm gleich durchgeführt. Ich habe es also dann später bei der Auswahl der einzelnen Szenen wesentlich leichter. Ich kann auch nochmal hier auf diese Darstellung gehen. Und zwar ist das das Storyboard. Und im Storyboard sehe ich jetzt hier auch nochmal die verschiedenen Szenen, die er aufgezeichnet hat. So, zurück in die Timeline. Und wie es jetzt weitergeht mit dem Schneiden von dem Film, das seht ihr im zweiten Teil dieser Tutorial-Reihe über den Einstieg in Magix Video Deluxe, wo wir uns dann intensiv mit dem Filmschnitt befassen. Dankeschön.